Die Vor- und Abspanne von Stanley Kubrick tanzen, verfolgen uns, gehen unter die Haut. 2001, Odyssee im Weltraum beginnt ohne ein Wort. 3 Minuten lang bleibt die Leinwand komplett schwarz. Aus der dunklen Nacht heraus werden Sterne geboren. Und Vorspanne, raunt uns der Regisseur hier zu. Wir nehmen die Finsternis in uns auf, lassen sie unseren Leib, unsere Netzhaut, unser Bewusstsein durchdringen. Sie wird zum Grundpfeiler und gemeinsamen Ausgangspunkt für die Zuschauer des Films. Wie in der Oper reinigt Kubrick zuerst den Blick des Publikums und bedeutet ihm, dass es noch nichts gesehen hat. Er ruft uns auch in Erinnerung, dass wir hören, noch bevor wir sehen und auf die Welt kommen, und dass unsere Ohren keine Lieder haben. Es gibt kein Entrinnen. Man lauscht und lauert auf das geringste Zeichen, den kleinsten Stern. Dieser finster erhellende Vorspann vor dem Vorspann stellt auch einen Bruch dar zwischen 2 Epochen in der Science-Fiction und dem Film. Den Übergang zu einem neuen Jahrzehnt und bald schon einem neuen Jahrhundert. Durch die Gliederung der ersten Minuten will Kubrick uns auf eine neue Umlaufbahn befördern. Durch ursprüngliche, beinahe primitive Sinneseindrücke, als sei der Beginn bereits das Ende und das Ende ein großartiger Beginn. So sprach Stanley. Lichtjahre vor seinen späteren Experimenten erstellt er in den 50er Jahren recht aufgeräumte, brave Vor- und Abspanne für seine ersten Filme. Der junge Kubrick bricht noch nicht mit den konventionellen Darstellungsformen. Doch von Mal zu Mal entwickelt sich eine gewisse Dynamik bei den Eröffnungssequenzen seiner Filme. Als er dem Publikum 1962 den Vorspann zu Lolita präsentiert, ist Stanley 34 Jahre alt. Hier drückt sich zum ersten Mal seine Freude an paradoxen Filmeröffnungen aus. Zu Beginn eines turbulenten Jahrzehnts dreht der Regisseur einen subversiven Film mit ironisch und provokant süßem Anstrich. Zärtlich steckt ein Mann mittleren Alters Wattebäuschen zwischen die Zehen eines jungen Mädchens. Dazu erklingt lieblich sinnliche Musik. Über dem Ganzen liegt eine elegante, altertümliche Kursivschrift, die in krassem Kontrast zum nicht gerade konservativen Inhalt des Films steht. Der als Extremität des Films bis dahin nur selten so offen fetischistisch gestaltete Vorspann kündigt die bevorstehenden sexuell mehr als zügellosen Jahre an. Noch kühner filmt Kubrick 2 Jahre später im schizophrenen, von Pablo Ferro designten Vorspann zu Dr. Seltsam oder Wie ich lernte, die Bombe zu lieben, ausgiebig die Paarung 2er Bomber über den Wolken mitten im Kalten Krieg. Der Vorspann destabilisiert, deeskaliert, demontiert, desorientiert, dekonstruiert. Kubricks als viril, hart und techniklastig geltende Filme offenbaren sich in ihren Vor- und Abspannen häufig als zart, leichtfüßig, schwebend, tänzelnd, zweideutig und bisweilen sogar entschieden geschlechterübergreifend. Der für das geschriebene Wort unempfängliche Kubrick befreit auch die Typografie. Beinahe liebevoll wertet er sie auf, mit Eifer und Sorgfalt. Die übergroßen Buchstaben scheinen hier fast einen Kinderfilm anzukündigen. Sie haben nichts zu tun mit den nüchternen Schriftarten, die bei der Armee verwendet werden, und stellen einen Bruch mit Kriegsfilmvorspannen dar. Kubrick lacht hier sogar über die Panik, die damals weltweit angesichts eines drohenden Nuklearkrieges um sich greift. 1971 kommt Kubricks äußerst brutaler Streifen Clockwork Orange in die Kinos. Mit elektronischer, fast schon transzendentaler Musik von Wendy Carlos. Mit Grundfarben, die wieder beinahe kindlich, einem Kaleidoskop nachempfunden wirken. Und mit harten Schnitten ohne die üblichen Übergangseffekte. Den Grafikdesignern und Typografen John Chapman und Tom Beauvais hält Kubrick bis zu seinem letzten Film Eyes Wide Shut die Treue. Gemeinsam stellen sie sicher, dass all seine Vor- und Abspanne in sämtlichen Formaten leserlich bleiben. Das sowohl im Film als auch im Abspann unvermittelt und falsch lässig daherkommende Singing in the Rain gleicht hier beinahe einer Meuterei oder einem eingängigen Kinderreim, der ertönt, bevor der schwarze Mann auftaucht. Oder auch dem Bekenntnis eines sehr hellsichtigen, engagierten Filmemachers, der sich über die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen empört, nach einer sehr harten Erzählung jedoch gern ein schwärmerisches Liebeslied feiern möchte.
Im Grunde gewinnt bei Stanley Kubrick am Ende stets die Menschlichkeit wieder die Oberhand. Selbst bei den Credits im offiziellen Abspann. With a happy refrain, just singing in the rain. Auch seine Frau Christiane erfuhr Kubricks Menschlichkeit. Gleich dreimal wird sie in seinen Vor- und Abspannen genannt. Als Schauspielerin in Wege zum Ruhm, aber auch als Malerin in Clockwork Orange und dann in Eyes Wide Shut. Unweigerlich geben Kubricks Vor- und Abspanne Aufschluss über die Bedeutung von Frauen für seine Filme. So wendet er sich vertrauensvoll an Jocelyn Pugh für die Musik zu Eyes Wide Shut, an seine eigene Tochter Vivian, die unter dem Pseudonym Abigail Mead auftaucht, oder auch an die transsexuelle Komponistin Wendy Carlos für Shining und Clockwork Orange. Ein weiteres Markenzeichen? Am Ende all seiner Filme erscheint das The End. Kubrick oder die Obsession für Grenzen. Die erhebende, irre Eröffnungssequenz von Shining aus dem Jahr 1980 wird musikalisch von Wendy Carlos untermalt, transzendiert und in Schwung gebracht. Die Komponistin verfremdet hier das Dies Irae der fantastischen Symphonie von Berlioz, die die Unruhe eines leidenden, depressiven, von bösen Geistern heimgesuchten Wesens ausdrückt. Ganz im Stil eines Arthur C. Clarke gelingt es dem Regisseur hier, die Berge von ihrer aufwühlenden, lebendigen und verwunschenen Seite zu zeigen. Es ist auch einer der wenigen Filme, in denen Kubrick statt Zwischentiteln einen Rolltext verwendet. Dieser scheinbar ungehinderte und unerwartete Fluss drängt Titel und Namen immer weiter gen Bildrand und darüber hinaus. Damit ist die Handlungsrichtung des Dort draußen gesetzt und deckt sich mit dem undeutlichen Echo von Indianergeheul, das dem Erdreich zu entsteigen scheint. Diese vorgegebene senkrechte Richtung steht unmittelbar in Konflikt mit der Horizontalität einer kurvenreichen Straße, die sich in unzähligen Serpentinen schlängelt. Die kleine Familie des Films begegnet erst einem Krankenwagen, dann einem Polizeiauto, fährt jedoch immer weiter, ohne anzuhalten. Dieses Vorwärtsdrängen lässt uns geradewegs auf die Katastrophe zusteuern, gibt uns einen Weg, ein schier unausweichliches Schicksal vor. In diesem an ein Requiem erinnernden Vorspann treibt der Mann im Hintergrund uns in eine herrlich schaurige Komödie. Doch was, wenn wir uns für nur einen Vor- oder Abspann von Kubrick entscheiden müssten? Diese von Saul Bass entworfene, aber von seiner Frau Elaine Bass gefilmte Eröffnungssequenz arbeitet mit Symbolen, Analogien, Überlagerungen und Mehrdeutigkeiten. Der Vorspann zu Spartacus malt nicht nur ein Fresko. Symbolisch entzündet er ein glühendes Rot. Geduldig verankert er die verborgene Thematik. Die kaum begonnene Erzählung birgt schon im Keim ihre eigene Auflösung. Der Vorspann als Trance, als kriegerische und sexuelle Spannung. Paul Celan sagte, ich sehe keinen prinzipiellen Unterschied zwischen Händedruck und Gedicht. Verhält es sich mit dem Vor- und Abspann womöglich ebenso? Der Beginn von Spartacus lädt uns ein, ruft uns, zieht uns in seinen Bann, entflammt uns, lässt uns erglühen mit dieser hitzigen Partitur von Alex North. Der Vorspann legt die Lunte ans Pulverfass und führt sogar den auf der schwarzen Liste stehenden Dalton Trumbo auf. Eine Revolte gegen die Römer, genau wie gegen McCarthy und seine Hexenjagd. In dem zutiefst politischen Vorspann tauchen wir ein in die Psyche einer zugleich solidarischen, vereinten, liebenden, aber auch geteilten Menschheit. Schließlich bekommt das Bild der blinden Macht Risse. Hier formt der Vorspann die Maske einer Menschheit, hinter der die schlimmsten Triebe toben. Fazit? Vor- und Abspanne nach Kubrick-Manier. Oder die Kunst, uns auf die richtige Umlaufbahn zu bringen und uns die Maske vom Gesicht zu reißen. Der Vor- oder Abspann als Reise durch die Geschichte und durch Grenzbereiche der menschlichen Seele. Mit weit geöffneten Augen.